für all meine Kieferpatienten, die mit Beschwerden im Kiefergelenksbereich oder in der Kiefermuskulatur vom Zahnarzt zu uns geschickt werden, dieses Video. Ich habe auch Übungsblätter erstellt, die ich den meisten meiner Patienten eben mitgebe. Man vergisst trotzdem die ein oder andere Übung, beziehungsweise ist es eben so, dass man die Übung vielleicht dann auch irgendwann immer hundertprozentig ausführt. Deswegen drehe ich dir jetzt heute von meinem Kiefergelenk vom Mund einfach so ein paar Beispiele ab, dass du weißt, wie du dich zu Hause verhalten kannst, um die Muskulatur und das Gelenk ein bisschen zu entlasten, besser zu durchbluten. Das heißt, mit dem Unterkiefer beginnst du jetzt mal so ein bisschen zu malen, zu spielen, ihn nach vorne zu schieben, nach rechts und nach links zu schieben. Kann natürlich auch ein bisschen knacksen, wenn dir das unangenehm ist. Beginn erst das Gelenk so ein bisschen zu öffnen, mit dem Gelenk zu spielen, indem du so klapperst, dass du den Unterkiefer ein kleines bisschen vorschiebst, dass die obere und die untere Zahnreihe übereinander ist. Und du löst. Dann kannst du deine Kaumuskulatur freimachen, indem du den Masseter von unten nach oben löst, das ist der große Kaumuskel, oder von oben nach unten, auch gerne immer mit beiden Händen, von hinten nach vorne, gibt einen heißen Satz zur Wange, oder von vorne nach hinten. Mit dem Alter wird man ein bisschen weicher vom Gewebe, macht aber überhaupt nichts, auf jeden Fall kann man damit auch die Durchblutung in der Wange ein bisschen anregen. Und frühs morgens, wenn du das Gefühl hast, verspannt zu sein von der Nacht, weil du gebruxt hast oder geknirscht hast, kannst du auch deine Muskulatur so wegziehen vom Gesicht und kannst sie ein bisschen verschrauben, auch beim Eincremen deines Gesichts. Natürlich auch immer auf der anderen Seite. Man kann auch im Mund behandeln, das heißt, du kannst den Daumen in die Wange legen und die Wange ausstreichen. Wenn dir das unangenehm ist, nimmst du frühst die Zahnbürste, legst die Rückwand der Zahnbürste, also nicht die Bürste selbst, sondern die Rückwand an die Wange und streichst sie mit der Zahnbürste aus. Ansonsten kannst du die Bewegungen und die Durchblutung der Wangenmuskulatur auch gern mit der Zunge durchführen. In beide Richtungen. Du kannst deine Zunge über die obere Zahnreihe vorn und hinten oder über die untere Zahnreihe laufen lassen. Oder kannst versuchen, Fleischreste, die irgendwo in den Zähnen hängen, herauszukrubbeln. Durch das Ziehen deiner Zunge in die ein oder andere Richtung machst du dir auch deinen Mundboden ein bisschen frei und lockerst ihn. Wichtig bei Kieferbehandlungen und Behandlungen der Kaumuskulatur ist immer auch an die Halswirbelsäule zu denken, die Halswirbelsäule zu mobilisieren, zu dehnen, zum Beispiel das Kinn zum Brustbein zu nehmen, dich einzurollen und für die oberen Kopfgelenke dann eine kleine Nein-Nein-Bewegung durchzuführen, im geneigten Zustand der Halswirbelsäule. Oder du kommst zurück und machst eine kleine Ja-Ja-Bewegung. Und während du nickst, kannst du den Kopf über die Schulter drehen, da auch ein kleines bisschen hochnäsig nicken und das gleiche auch zur anderen Seite. Kommst zurück, lockerst deine Schultern aus, entspannst deine Muskulatur. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Mobilität deiner Kau- und Kiefermuskulatur sowie des Halses.